Na bitte. Sinnlose Gewalt. Ach, die steht auf dem Felsen, sehe ich jetzt erst. Das war knapp. Habt vielen Dank. Welcher Drache hat dich denn geritten, ganz allein hierher zu kommen? Allein? Ich bin nicht allein. Marvis ist hier. Der Druide? Er muss irgendwo sein. Am besten erzählst du uns von Anfang an, was geschehen ist. Genau. Hat der Druide dich entführt? Hat der Druide dich entführt? Was? Nein. Er hat mich als Schülerin aufgenommen. Du bist freiwillig hier? Ja, aber es ist alles schiefgelaufen. Was denn? Langsam. Was ist schiefgelaufen? Er wollte mich unterrichten. Direkt am Herz des Waldes. Doch es war verdorben. Verdorben? Die Bäume haben mit ihren Ästen nach uns geschlagen. Ihre Wurzeln wanden sich wie unter Schmerzen. Marvis wollte sich verwandeln, um mit den Bäumen sprechen zu können. Aber als er seine Baumgestalt annahm, hat das Herz auch ihn verdorben. Ich hatte Angst, also bin ich geflüchtet. Wir müssen ihm helfen. Bitte, wir müssen zum Herz des Waldes und Marvis helfen. Okay. Also gut, bring uns zum Herz des Waldes, Sina. Folgt mir. Gut, aber zuerst pennen wir eine Runde, weil wir brauchen Mana. Das ist eine Eribar-Lilie. Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Eine Schlinge für jede sterbliche Seele. Oder so ähnlich. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Das ist ein sehr guter Rat. Müssen wir die auch töten? Ja, sieht so aus. Ja, einmal den Waldschrat. Es kommen immer mehr. Dann müssen wir die Lilie platt machen. Ist sie eigentlich immun gegen Gift? Auch zur Sicherheit nehme ich lieber einen Elementarschaden. Muss mir das jetzt gefallen? Ich glaube nicht. Nein, er ist verwirrt. Was mache ich nur? Manche würden jetzt sagen, ich werde sterben. Aber ich sage nein. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Verschwinde! Oder auch nicht. Ich hasse Gift! Ein Waldschrat, der gegen Gift immun ist. Auch nicht schlecht. Gegen Feuer. Wie war das mit nicht verzaubern lassen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Gift!
Na egal, 60% allgemein nur, also von daher, ui, 25 Crit und weg ist die Pflanze. Ein Vulkanglas durch, das sieht sich natürlich gut an. Sumo sei Dank. Ihr habt mich gerettet, Fremde. Ihr unterrichtet? Ihr unterrichtet Sina? Sie ist eine fähige Schülerin. Wenn sie sich anstrengt, kann eines Tages eine wahre Dienerin Sumus aus ihr werden. Ich werde mein Bestes geben, Meister. Gebt ihr euer Wissen auch an andere weiter? Für gewöhnlich nicht. Aber in eurem Fall mache ich gerne eine Ausnahme. Wenn ihr glaubt, dass ihr die Kräfte der Natur beherrschen könnt. Was ist mit Ihrer Großmutter? Wir haben ihr versprochen, das bald nach Hause zu bringen. Was? Nein. Frosina ist alt und vergesslich und runzlig und krank. Und hier lerne ich, wie ich ihr wirklich helfen kann. Von einem Baummann? Ohne Ausbildung wird die Magie in ihr immer schwächer werden. Umso besser. Du möchtest nicht nach Hause? Würdet ihr das wollen? Hier kann ich lernen, mit Tieren zu sprechen. Heilkräuter zu erkennen, die Elemente zu beherrschen. Immer langsam, Kind. Entschuldigt, aber würdet ihr die Zeit mit eurer kranken Großmutter verbringen wollen? Was soll's? Ich sage, wir lassen sie hier bei Marbis. Danke. Ich kehre zu meiner Großmutter zurück, sobald ich gelernt habe, sie zu heilen. Wenn es dann mal nicht zu spät ist. So, was haben wir für Unterricht? Was könnt ihr uns beibringen? Was kann uns denn für Zauber beibringen? Nicht ihm hier, aber ihm zum Beispiel. Was kann er denn uns beibringen? Das hier zum Beispiel. Reicht ja, wenn Aurelia das hat. Nur das hier? Weil wir den Rest schon haben, oder was? Achso, den Kälteschock kann er uns noch beibringen. Das reicht mir hier erstmal alles. Geht mit dem Segen der Erdmutter. Genau. Wir sind ja so Baumknutscher. So, erhöhen wir die Hexengalle noch auf 18. Später. So, bei Naurem wollten wir ja noch irgendwas machen. Imakolos Haus. Ach so, aha. Magus Imakulo? Verschwindet! Wir müssen mit euch sprechen. Verschwindet, habe ich gesagt! Ich will nicht gestört werden! Die Kurtisanengilde schickt uns. Noch gebt ihr denn nie Ruhe? Nicht bevor ihr uns angehört habt. Na schön, jetzt könnt ihr euch aber auf was gefasst machen. Bastian greift uns gleich an. der hat seine Treffer. Okay, das hat er. Das war so ein Spiegelbild oder was das war. Können wir den was an den Kopf zaubern? Leider nicht, so wie es aussieht. Okay, wir sind nicht in Reichweite. Wir müssen heute noch ein Stück vorgehen. Was? Der kann 5? Blitzgeschwindigkeit Stufe 1. Nix da, wir sind schneller.
So, Zubaran, du gehst einfach mal dahin. Irgendwann muss ja mal der Zauber da weg sein. 96%, dass wir treffen. Nächstes Mal. Jetzt seine Ausweichchance enorm erhöht. Da können wir machen, was wir wollen erstmal. Müssen wir warten, bis der Scheiß erstmal vorbei ist, ey. Oder haben wir was zum Debuffen? Finte! Gliederschmerzen. Was? Ich verschwende jetzt keinen Mann an dem. Doch mal eine Finte. Ah, jetzt ist der Scheiß weg, endlich. So, jetzt gibt's aber auf die Arme. Bei Angor! Jetzt hör uns endlich zu, verdammt! Schon gut, nehmt euch, was ihr wollt, aber lasst mich in Frieden! Wir sind doch nur hier, weil ihr euch über eure Kurtisane beschwert habt. Meine Kurtisane? Die Dienstmagd. Ihr habt sie in Mengbilla bei Kaidre bestellt. Ah ja, richtig, das hatte ich ganz vergessen. Dann seid ihr gar keine Diebe? Habt ihr denn etwas, das sich zu stehlen lohnt? Wohl nicht für euer materielles Gemüt, Zwerg. Aber die Sterne haben mir einen großen Diebstahl vorhergesagt. Okay, wo liegt denn das Problem? Genug davon. Wo liegt das Problem? Wo das Problem liegt? Sie putzt schlecht, ist ungezogen und freut sich auch noch über Schläge. Ich wollte eine gewissenhafte Putzkraft und keine verzogene Göre. Sag Kaidre, ich bestehe auf einer Ersatzlieferung. Okay. Bis später. Hey, 121 Punkte. Na, gehen wir mal zu Kaidre zurück. Können wir gleich? Ja, können wir gleich zum Kurtisanenviertel. Und? Habt ihr mit Meister Immaculo gesprochen? Ja. Ja. Und? Was sagt er? Klingt, als hätte jemand bei der falschen Adresse bestellt. Vielleicht belustigt euch die Sache, aber ich hafte für diese Mädchen. Konnte ich ahnen, dass dieser Kauz tatsächlich nur ein Ding mit Fordel benötigt, wenn er bei mir ein Mädchen bestellt? Warum nicht die Kleine? Ich glaube, sie würde sich mit Immaculo gut verstehen. Das Bettlermädchen? Ist das euer Ernst? Sie ist ein ehrliches Kind und Schlimmeres gewohnt. Mehr braucht der alte Zausel nicht. Na schön. Ich werde alles in die Wege leiten. Aber bitte hakt bei Immaculo nach, ob endlich alles in Ordnung ist. Ich will keinen Ärger mit diesem Zauberer. Wer weiß, vielleicht kann er euch sogar helfen. Okay, gehen wir nochmal zu. Raja mit euch. Weil wir haben ja sowieso nichts zu tun den ganzen Tag, also von daher rennen wir einfach nochmal zu ihm zurück. Ah, ihr seid es! Wir wollen nur sicherstellen, dass ihr mit eurer neuen Magd zufrieden seid. Oh, allerdings! Endlich habe ich wieder Ruhe für meine Studien. Vielleicht seid ihr an einem Gespräch unter Kollegen interessiert? Das klingt interessant. Aha, Zauber können wir lernen. Blitzgeschwind, Meisterstreich, Blitzdichtfind.
Das Doppelbild. Also so Illusionszauber können wir mit ihm lernen, okay. Bis später. Aber nochmal zu Mengvilla zurück. Gab's denn da irgendwo ein Viertel, wo wir irgendwas lernen konnten? Arena-Viertel, genau. Oder? Ja. Heda! Könnt ihr uns noch... Seht her? Naja. So. Da fehlt uns ein bisschen was. Ach, sie ja sowieso nicht.